Schönen guten Tag, meine Lieben. Ich hatte euch in der letzten Lektion ja versprochen, dass wir etwas Praktischeres machen. Ich hätte völlig vergessen, ein wichtiger grammatikalischer Aspekt, den gibt es noch, den will ich unbedingt in dieses Modul einbauen. Und das klingt sehr banal, aber es geht um die Unterscheidung von Hauptsätzen und Nebensätzen. Und der Grund hierfür ist, dass ich euch dadurch auch eine Einführung in die Konjunktionen und die Subjunktionen geben kann. Und wenn ihr das habt und wenn ihr das einsetzen könnt, dann könnt ihr ungemein an Sprachniveau gewinnen, weil ihr dann in der Lage seid und auf unterschiedliche Arten und Weisen einen Sachverhalt auszudrücken und deswegen in medias res, up in the action, der Hauptsatz. Was ist eigentlich ein Hauptsatz? Wie ist er definiert? Nun, Hauptsätze, das gibt es natürlich auch im Englischen. Das ist dann der Main Clause und der Nebensatz ist dann der Subordinate Clause. Und die beiden großen Satzgruppen, das sind eben Hauptsätze und Nebensätze. Und die Definition des Hauptsatzes ist eigentlich trivial, ist so richtig, eigentlich simpel. Der Hauptsatz kann alleine stehen. Bedeutet, er kann zwischen zwei Punkten stehen. Er braucht nicht noch ein Komma, er braucht nicht noch eine andere Konstruktion, er bedarf nicht eines Nebensatzes. Und er ist, wenn man so will, er ist souverän, er ist mit sich selbst zufrieden. Und was muss ein Hauptsatz enthalten? Theoretisch reicht es aus, wenn der Hauptsatz ein Subjekt und ein Prädikat enthält. Und das ist hier das einfachste Beispiel, ist ich lese, ich, wer liest ich, das ist das Subjekt und lese, das ist das Prädikat, also im Normalfall ein Verb. Und normalerweise aber, damit wir wollen ja nicht sprechen auf dem Niveau eines ja, Zweijährigen, geht man davon aus, dass ein kompletter Hauptsatz eben auch mindestens ein Objekt enthält. Und dann wäre das, ich lese ein Buch, dann wäre, wen oder was lese ich, das ist eben in diesem Fall ein Buch und das ist ein Akkusativobjekt hier. Und dann wäre das, wenn man so will, die simpelste Form eines Hauptsatzes. Und dann kann man einen Punkt setzen. Man muss nicht ein Komma setzen, man muss nicht noch eine andere Konstruktion damit reinnehmen. Das ist die Definition eines Hauptsatzes. Ich habe euch hier ein Beispiel gegeben von eines komplexeren Satzes. Zum Beispiel, ich habe dir gestern an der Bushaltestelle 20 Euro gegeben, hier vielleicht sogar dieser Geldschein und du bist dann ab in die Karibik und bist nie wieder zurückgekommen nach Deutschland. Ich ist das Subjekt, habe das finite, konjugierte Verb, es hat ja auch die Funktion des Prädikates. Dir ist das Dativobjekt oder indirekte Objekt, gestern ist eine Zeitangabe, an der Bushaltestelle ist eine Ortsangabe, 20 Euro, wen habe ich dir gegeben oder was, ist das Akkusativobjekt oder auch direktes Objekt und natürlich gegeben am Ende ist ein infinites Verb, in diesem Fall, ja, jetzt habe ich hier Infinitiv geschrieben, das ist natürlich falsch, gegeben ist das Partizip Perfekt, also Partizip 2. Die beiden großen infiniten Formen des Verbes, das ist eben der Infinitiv und das ist das Partizip 2, also Partizip Perfekt. Und ich hatte also eine 50-prozentige Chance, es richtig zu machen. Ich habe hier Infinitiv geschrieben, also habe ich die 50-prozentige Möglichkeit, es falsch zu machen, genutzt. Es tut mir leid. Ein kleiner Fehler ist mich hier unterlaufen. Aber ihr seht, und dieser Satz kann natürlich auch anders ausgedrückt werden. Das ist, wir kommen gleich dazu. Die deutsche Sprache ist da sehr, sehr flexibel und das ist hier in der Syntax. Das ist in anderen Sprachen nicht so. Im Englischen bist du an diese SPO-Regel gebunden. Subject, Predicate, Object. Im Deutschen nicht. Das ist, ihr werdet sehen, wenn ihr anfangt, dann selber Texte zu schreiben, das macht richtig Spaß, mit der deutschen Sprache zu spielen. Man ist hier sehr, sehr flexibel. Syntax, das sind die Regeln der Stellung
der Wörter im Satz, also quasi die Regeln zum Satzbau. Und aufgrund der Fälle wissen wir, ob ein Pronomen oder Nomen als Objekt oder Subjekt verwendet wird. Zum Beispiel, ich lese ein Buch, ist genauso gut wie ein Buch lese ich, weil ich kann ja herausfinden, was das Objekt ist. Ich frage, wer liest, und das bin ich, und wen oder was lese ich ein Buch? Das ist das Akkusativobjekt. Und deswegen spielt das keine Rolle, ob ich sage, ich lese ein Buch oder ein Buch lese ich, aber, und das ist die Kardinalregel der Syntax im deutschen Hauptsatz, das ist ein Fixpunkt, einer der wichtigsten Fixpunkte überhaupt in der deutschen Sprache ist, dass der finite Teil des Verbes, ein Verb kann ja manchmal aus mehreren Teilen bestehen, der finite Teil, also der konjugierbare Teil bzw. der konjugierte Teil, steht immer an der zweiten Position des Hauptsatzes. Wenn ihr euch das gemerkt habt als Fixpunkt, drumherum könnt ihr machen, was ihr wollt. Und hierzu gebe ich euch auch ein das Beispiel kommt gleich. Doch ja, hier, da ist das Beispiel. Diese Flexibilität des Satzes hat einfach den Vorteil, dass ihr gewisse Betonungen anstellen könnt. Zum Beispiel, ich habe dir gestern an der Bushaltestelle 20 Euro gegeben. Das fängt mit dem Subjekt an. Ich habe dir das Geld gegeben. Oder du kannst sagen, mit dem indirekten, also dem Dativobjekt, dir habe ich gestern an der Bushaltestelle 20 Euro gegeben. Also dir und nicht etwa meinem Schwager Hans-Peter. Oder du fängst an mit dem direkten Objekt, dem Akkusativobjekt. 20 Euro habe ich dir gestern an der Bushaltestelle gegeben und nicht bloß 10. Was zum Teufel hast du denn mit der Kohle gemacht? Also ihr seht, ich übertreibe gerade ein bisschen, aber je nachdem, wie ihr anfangt, könnt ihr eine andere Intonation, eine andere Betonung hineinbringen. Und das alles aufgrund der Fälle, weil ich weiß, aufgrund der Fälle, was Subjekt ist, was Objekt ist, Dativ, Akkusativ, das ist sehr, sehr schön. Du kannst mit der Zeitangabe anfangen. Gestern habe ich dir 20 Euro gegeben an der Bushaltestelle. Also nicht vorgestern, nicht vor 2 Jahren, gestern erst habe ich dir 20 Euro gegeben und du hast keine Kohle mehr. Unglaublich. Oder natürlich Ortsangabe. An der Bushaltestelle habe ich dir gestern 20 Euro gegeben und nicht etwa in der Kneipe oder wo auch immer. Und das ist natürlich, viele Sprachen haben diese Flexibilität nicht und das alles dank der Fälle. Das ist einer der Gründe, warum es sinnvoll ist, in einer Sprache Fälle zu haben, weil wir dann buchstäblich wissen, was ist. Und ja gut, diese Flexibilität ist halt, naja, das wird vor allem dann relevant, wenn ihr ein höheres Sprachniveau erreicht habt oder erreichen wollt, dass ihr euch einfach besser ausdrücken könnt und exakter vor allem. Die deutsche Sprache ist sehr exakt, ich liebe das an dieser Sprache. Und wichtig ist halt nur, es gibt gewisse Fixpunkte, die infinitiven Verbformen, also vor allem Partizip 2 und Infinitiv, stehen am Ende. Ich glaube, ich habe euch das hier, genau. Das ist hier die finite Verbform, das ist der konjugierte Teil. Und hier am Ende steht das Partizip 2, das ist eine infinite Verbform. Und das ist euer Fixpunkt. Und es gibt hier noch eine kleine Regel, wenn das Akkusativobjekt ein Pronomen ist, dann steht es vor dem Dativobjekt. Also es ist halt hier im Sinne von Pronomen, das steht ja für ein Nomen, wäre das Essen es, dann kannst du sagen, es steht für das Essen. Ich habe es dir gegeben. Du kannst nicht sagen, ich habe dir es gegeben oder es habe ich dir gegeben. Wenn es sich um ein Pronomen handelt, habt ihr nicht mehr diese Flexibilität. Dann fangt ihr einfach mit dem Subjekt an und dann schreibt ihr zuerst das Akkusativ und dann das Dativobjekt. Aber das ist so eine stilistische Finesse. Ich wollte sie euch aber trotzdem einmal gesagt haben. Ansonsten ist man da schon sehr, sehr flexibel. Eine kleine Übung und da sind wir auch schon fertig mit dieser Lektion. Wie kann man diesen Satz anders ausdrücken? Martina wird nächstes Jahr mit uns zusammen Germanistik in Dortmund studieren. Wer, Martina, Subjekt, Prädikat, wird studieren. Ich habe hier extra eine andere infinite Verbform verwendet, nämlich den Infinitiv, weil das ist ja jetzt Futur.
Hilfsverb konjugiert, verben, an zweiter Stelle. Und hier am Ende habt ihr den Infinitiv. Nächstes Jahr, das ist die Zeit. Dortmund ist der Ort. Mit uns zusammen, mit wem, das ist Dativ. Und Germanistik, wer oder was wird sie studieren, Akkusativ. Also dieser Satz hat genau die gleichen Bestandteile wie unser Beispielsatz. Und jetzt dürft ihr das machen. Ihr könnt das Video stoppen. Versucht einfach, diesen Satz umzuformulieren. Es gibt 5 verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und hier habt ihr das. Das ist die Standardform. Dann nächstes Jahr. Wir fangen an mit der Zeit als Betonung und so weiter. Dann mit uns zusammen. Das ist das Dativobjekt oder Germanistik. Das ist das Akkusativobjekt. Wird Martina nächstes Jahr studieren? Oder in Dortmund wird Martina nächstes Jahr mit uns zusammen Germanistik studieren. Was aber wichtig für euch ist, ihr habt wieder diese beiden Fixpunkte, wie 2 so Nägel, die als Fixpunkte an eine Wand rangehauen sind. Der konjugierte Teil hier rot ist an zweiter Position, nicht das zweite Wort, an zweiter Position. Zum Beispiel hier mit uns zusammen, das ist eine Konstruktion, das ist die erste Position, das ist das Dativobjekt. Und am Ende habt ihr die infinite Verbform, in diesem Fall der Infinitiv. Es hätte, wenn es eine andere Zeit gewesen wäre, dann auch das Partizip 2 sein können. Aber ihr seht, je nachdem, was ihr betonen wollt, habt ihr die Möglichkeit, den Satz einfach anders auszudrücken. Und gut, das war eine kurze Lektion zum Hauptsatz. Wir werden noch ein bisschen was zu den Nebensätzen machen. Da gibt es auch einige interessante und schöne Finessen. Bis dahin verabschiede ich mich von euch, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.